Hey und willkommen zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge. Heute hier wieder in der Apokalypse-Welt mit unserem Apo. Ja, wir haben immer noch keine Trommel, nee. Können wir nicht mal mit Geld uns leisten, es gibt keine. Ja, letztes Mal hatten wir hier wieder schwere Erdbeben. Wir haben ein bisschen Sandburgen gebaut, mit ein paar Mädels uns angefreundet. Und heute möchte ich mal gucken, dass wir einen Hund bekommen. Und das können wir, glaube ich, nur über das Telefon machen, sonst müsste man reisen. Ich habe zumindest noch keine Streuner gesehen. Aber wir haben keinen Service hier, ne? Internet funktioniert nicht abseits des Netzes. Aber können wir Service engagieren? Geht auch nicht. Okay, also dann müssen wir... Ja, ich weiß gar nicht, geht's auf Gemeinschaftsgrundstücken überhaupt, dass man da den Adoptionsservice dann an... Ja, redet schon wieder mit sich selber hier. Mit Freunden reden. Ja. Hier, unsere Pflanzen, die wachsen aber gar nicht. Komm, geh mal noch pieseln. Geh mal pieseln, dann müssen wir nämlich los. Haben wir hier keine Streuner, oder? Schade eigentlich, ne? Das wäre irgendwie noch cool gewesen. Auch noch ein paar Streuner. Ich hätte gerne ein Tierchen. Ein Hundi. Ja, dann müssen wir jetzt in die nächste Challenge hier. Wie kommt man zu einem Hund? So, im Notfall, machen wir das einfach, indem wir den im Erstelle einen Sim oder so dann machen. Wir gehen mal zum Park, würde ich sagen. Da waren wir noch nicht. Ja, komm, wir nehmen mal die Sorana hier mit. Oder die Lara hier auch am besten. Ja, irgendwann muss man auch mal nach dem Nachwuchs sich umschauen. Denn die Challenge ist ja, dass ein Altersschwäche stirbt, ne? Am besten hier noch ein Kind in die Welt gesetzt hat. Das wäre natürlich ideal. Idealerweise. So, wir gucken mal. Was können wir denn klauen eigentlich? Wir sind noch hier kleptomanisch. Guck mal, da gibt es doch irgendwas. Hier ist so Kerzen. Das ist doch schön. Versuchen zu stehlen. Sehr gut. Mach das mal hier. Komm. Hier schreit schon wieder einer rum hier, aber. Was geht denn da ab? So. Hallo. Immer diese Sims, ne? Die Apokalypse-Sims. Könnt ihr euch auch runterladen? Gibt es in der Galerie ganz viele unter dem Hashtag Apokalypse-Welt. Ja. Können auch weiter in welche stellen. Yay, wir haben eine Kerze geklaut. Sehr gut. Das können wir noch brauchen, oder? Wie lange darf man nichts stehlen? 2 Stunden. Nicht so schlecht. Oh, einen coolen Fußball. Kann man den mitnehmen? Geht nicht. Dieses Objekt gehört Apo nicht. Aber kann man auch nicht klauen, ne? Ach, den kann man klauen hier. Aber der Ding, mit dem kann man nicht spielen hier mit dem Basketball. Das ist wieder hier Sims-Logik, ne? Naja, gut. Okay, wir müssen mal gucken, ob wir hier dann noch ein paar Sachen hier finden. Machen wir hier graben, bis Daniel hier den Service hier findet. Können wir den Service hier engagieren? Das geht aber wahrscheinlich nicht, oder? Service kann man wahrscheinlich nicht engagieren auf dem Gemeinschaftsgrundstück. Das ist doch nicht zu glauben, oder? Man muss den Service engagieren, dann gibt es da Adoption. Also das geht hier auch nicht. Habe ich mir schon gedacht, aber gut. Ja. Das ist ja aber blöd hier. Ja, dann müssen wir doch über das Selfie machen hier. Dann müssen wir doch übers... Können wir mal ein Selfie. Wenn wir mal Strom haben. Eine Kapsel hat er ausgegraben. Oh, da gucken wir mal, was wir da haben. Bestimmt wieder eine Meistumspuppe. Was machst du jetzt? Beim Jonglieren betrachten. Ja, ja, immer die Mädels hier da, ja. So. Kann man so einen Stuhl eigentlich stehlen? Das wäre noch cool. Hört uns nicht. Ja, hier machen wir neben dem auch schade. Das Ding hier drüben rechts, das wäre doch gut gewesen. Kann man so drehen. So. Ich find's gut, aber ich komme nicht hoch. So. Yay, Fotos. So, Marcel wieder jetzt plaudern. Ja gut, okay, also das bringt uns hier auch nicht weiter, wa? Ja, da übrigens hätte man die Nacht auch verbringen können, hätte es nicht gereicht mit dem eigenen Zelt in der ersten Nacht. That's possible. Hier gibt es sogar ein Klo. Guck mal an hier, da gibt es einiges. Ah, oh, wir könnten in die Höhle hier gehen, oder? Ah, oh, nicht stimmt, da braucht man Geschicklichkeit Level 10. Oh. Graben. Hier gibt's Graben. Hier, was hast du gefunden? Ein Trevor.
Und die Fotos haben wir da. Oh, die geben sogar Geld. Das ist ja gut. Wer kauft hier Fotos in der Apokalypse-Welt? Unrealistisch. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile. Auch nicht schlecht. Ja gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen Geld uns noch sparen für die Werkbank. Das wäre so das Nächste, was ich mir hätte angeschafft. Was gibt's denn hier noch? Guck mal, da gibt's da... Bonsai-Strauch. Perfekt hier. Komm, dann machen wir eine Knospe hier ernten. Das ist doch gut. Kann man da, ernte alle Pflanzen in der Nähe ab. Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt holst du erstmal noch dein unterirdisches Sammelobjekt. Wieder Tuning-Teile. Wer schmeißt hier Tuning-Teile in die Erde? Wer vergräbt die Tuning-Teile? Na gut, nach Brindle Bay wollen wir nicht reisen, weil es ist schon so gedacht, dass man hier in der Apokalypse-Welt hier bleibt. Deswegen müssen wir, glaube ich. So, das können wir mal. Ja, Bonsai-Knospe hier enden. Das ist nämlich, glaube ich, das bringt viel, ne? 97 kostet nämlich da eins. Das ist ganz praktisch hier. Ja. Das ist ganz praktisch. Kann man sowas nicht stehlen? Nee, ne? Ist wieder der Star unterwegs hier. Hey, wie geht's dir? Bisschen Dratschen hier, oder? Polizisten willst du mal? Haha, es gibt ja gar keine Polizisten mehr. Willst du mit mir ein Baby machen? Brauche ich ja. Ja klar, wir haben eh nichts zu tun gerade. Mach mal. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt noch schwasselt ihr hier rum, aber... Können wir den Stuhl nicht klauen? Ich will gerne jetzt ganz so einen Stuhl gehabt. Kühltruhe, nee. Was kann man denn stehlen noch, Kleines? Kann man nichts stehlen hier? Nur die, nicht mal die mittelgroßen Kerzen hier kann man stehlen. Was haben wir denn da noch? Was haben wir denn hier? Ein Computer. Oh, das ist cool. Kann man hier... Kann man den auch nicht klauen wahrscheinlich, ne? Gehört uns nicht. Aber wir sind doch hier kleptomanisch. Bestellung, Hund. Ich hätte gerne Hund bestellt. Haushalt. Ein Einzelhandel kaufen. Ich hätte gern... Web. Lustige Videos. Recherchieren. Ja, da wird nicht gehen hier. Bestellung ist hier nur Objekte. Programmieren, üben, schreiben, Netzwerk. Haushalt. Ne, ist nix. Karriere, Spiel spielen. Na gut, schade war's. Ja, blöd war's. Okay. Was können wir denn dann stehlen? So eine Campinglampe, die ist vielleicht noch drin, oder? Die sind noch mit... sind so viele Sims unterwegs. Nehmen wir aber die. Mal gucken, ob die uns erwischen hier. Komm, Mama, hier. Mir ist ja Pamba Pomi hier. Den kann man auch nicht klauen. Was kann man denn hier klauen, Mensch? Gar nichts kann man klauen. Nimm mal so eine blöde Lampe da. Naja, gut, jetzt probieren wir das mal. Hoffentlich ist niemand in der Nähe. Müssen die weg sein oder zählt das echt an dem Raum? Yay! Erfolgreich gestohlen. Chakalaka hier. Was bringt uns das Ding? Das ist im Haushaltsinventar, ne? Naja, gut, okay. Und die Bank kann man auch nicht stehlen, ne? So eine Holzbank wäre auch noch cool gewesen. Yogamatte. Man kann hier echt nichts klauen, du. Das ist wirklich blöd. Ja. Hier kann man sogar schlafen. Ach gut. Okay, ich würde mal sagen, was gibt's da noch? Nur ein Kaktus. Dass wir jetzt dann mal in den Erstelle einen Sim gehen, oder? Ja. Ja, wir holen uns jetzt mal einen Welpen im Erstelle einen Sim. Cast. Full Edit Mode. So. Shift-Click. In der Stelle 1 im Ändern. Ja, wir cheaten ja nicht jetzt wirklich, um uns da so einen Vorteil zu verschaffen. Ein Hund ist ja, wenn, dann überhaupt ein Nachteil. Tier hinzufügen für das Überleben und so. Ich hätte aber gern einen kleinen Hundi. Wir machen den erstmal groß, damit wir schon wissen, wie er aussieht, den groß. Was nehmen wir denn für einen? Ich weiß es gar nicht. So ein Creepy, so ein Kackenden.
Was ist denn ein Apokalypse-Hund? Oh, der ist cool. Was ist das für einer? Der ist ja mal schön. Ich hätte schon gern einen kleineren, der frisst nicht so viel, wa? So ein Fuchs hier, so ein Islandhund. Ja. So einen kleinen süßen Huni. Oh, die sind auch cool. Oh, der ist auch schön. Ja, du kackendes Tierchen, du ein Corgi oder was? Was nehmen wir denn? Was ist denn so ein schöner? Wir brauchen so ein bisschen Beschützerhund. Gibt's da irgendwas? Gibt's da irgendwas Cooles? Gibt's auch nicht, ne? Ist das für einer? Ist ein großer auch. Kann man da einstellen auf kleiner Hund? Hier, genau. Okay, dann gucken wir da mal. Oh, die sind alle so schön. Oh, so ein schönes Fell. Oh. Chihuahua nicht, nee. Die sind zu lieb hier, so. Ja gut, so Dackel, die können auch pissig sein, du. Ein Fuchs, das wäre auch toll. Wir hatten ja schon mal einen Fuchs, auch im Let's Play, aber so einen schwarzen Fuchs, das wäre schon geil. So einen weißen Fuchs, der weiße Fuchs. Wow, das ist jetzt mal nice hier, ein weißer Fuchs, das wäre cool. Das wäre, glaube ich, echt cool. Was ist das für einer? Oh, der ist auch süß. Aber die Füchse, die kläffen immer so. Der ist auch schön. Was ist das? Shiba Inu. Ah, sind das diese Schlitten-Dinger da? Diese nordischen? Oder ist das was anderes? I don't know. Ich bin hunderassenmäßig überhaupt nicht bewandert, ja? Glaub mir nichts. Ja, ein Beagle wäre natürlich auch... Oh. I love it. Was machen wir denn jetzt? Daniel kann sich wieder nicht entscheiden hier. Ist aber auch eine... Oh, der ist auch schön. Was ist das? Jack Russell Terrier. Sollen wir den nehmen? Oder den Fuchs? Der weiße Fuchs. Das hat so irgendwie was Besonderes, ne? Ja. Ich glaube, wir nehmen den weißen Fuchs, oder? Was denkt ihr? Das ist wirklich schwierig, Leute. Ja, was denkt ihr? Bringt wenig, weil wenn wir den adoptieren, gehen wir den nicht mehr zurück jetzt hier. Ich glaube, wir nehmen den weißen Fuchs. Wow. Oder wir färben den. Gut, orange wäre natürlich auch geil. So in der Apokalypse, so orange. Aber der weiße hat es mir irgendwie angetan, der Albino. Wir nehmen den auch so. Unser Albino. Albino. Kalypse. Albino. Sehr gut, oder? Stur ist er. Das dürfen wir nicht ändern, ne? Unruhestifter sind halt Füchse. Okay, aber dann müssen wir noch was anderes machen. Hier, Jäger wäre toll. Schicke sie los, dass sie etwas für dich jagen oder ausgraben. Das kann man machen hier, das ist gut. Abenteuerhund. Diese Hunde verlassen manchmal das Haus, um alleine Abenteuer zu bestreiten. Sie erleben aber auch gerne Abenteuer gemeinsam mit ihrem Besitzer. Ja, Abenteuerhund, oder? Das mit den Sammelobjekten, da finden sie es mir zu sehr gecheatet hier wieder. Wobei das auch eigentlich als... Also realistisch ist, sag ich jetzt mal. Erstmal so ein Hund abrichtet und sagt, komm, such hier, bring mir Zeug mit. Ich mache abenteuerlich. Ja, Albino, Kalypse. Aber als Babyhund erstmal noch. Ja. Babyhund. Männlein, Weiblein, ist egal, ne? Oh Gott, ist das... Du Quick. Wie goldig, oder? Ich möchte ihm noch die Augen ändern. Kann man die Augenfarbe noch ändern? Der Albino ist so ein Eisfuchs. Ja, da muss alles hier albino-mäßig sein. Genau. Die werden eh so schnell alt. Groß, wie auch immer. Ja, wir haben einen Hundi. Juhu. Da müssen wir jetzt dann Futterschüssel und so alles auch noch kaufen, ja? Eieiei, wo ist er denn jetzt? Hier hinbringen. Apokalypse hier hinbringen, genau.
Apo, hier ist dein Honig, guck mal. Oh mein Gott. Hallo, darf ich dich hochheben? Bitte. Der will nicht. Ja, wir stehen zu sehr auf der Kante hier, oder was? Oh, Jeps, Jeps, du bist jetzt mein Hund hier, mein Albino-Fuchs. Ja. Yay, Freundschaft geschlossen. Juhu. Hier kriegst du was zum Mampfen. Sehr gut. Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt mal unserem Hundi natürlich gleich was zum Fressen hier kaufen. Das wäre zumindest nicht so schlecht. Da müssen wir jetzt auch wieder nach dem Geld gucken, ne? Das ist wieder ein bisschen teuer hier. Das Plastikschüsselchen hätte man nur irgendwo finden können. Nehmen wir auch das Weiße. Kriegt alles in Weiß, der Hund. Müssen wir halt oft abstauben hier auch, ne? Aber machen wir das hier so neben die Hütte, so ein bisschen im Schatten, oder? Dann wird das nicht so schnell schlecht. Und dann, ja, morgens ist hier Schatten, aber ist egal. Und dann machen wir hier... Ja, so eine Hundehütte gibt es ja leider nicht, ne? Also ein Tierbett. Da reicht ein kleines, glaube ich. Nehmen wir da so ein komisches Spiegelei oder was? Oder nehmen wir da was Cooleres? Was nehmen wir denn da? So ein Grillsteg. Das ist so dumm, oder? Entschuldigung. So ein Grillsteg. Was haben wir denn da? Wir brauchen auf jeden Fall so ein Ding hier. 35, das geht auch gut. Da können die Hunis da auch drauf schlafen, oder? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal so eine neutrale Matte da. Oder nehmen wir die auch in Weiß. Das kriegst du ja nie wieder sauber. So. Bitten hinzulegen hier. Das ist dein Ding hier. Füllen und Albino zum Fressen rufen. Ja. Genau. Hunde schlafen oft so Dinger, ja. Ja, komm hier, da geht's dein. Da kommt er. Oh, ist der Gnome. Ich guck mal, wie der springt. Ja, den hat's voll hingeschlagen. Habt ihr's gesehen? Scheiße, ich auch nicht. Ja, das ist für dich. Da, guck mal. Ja. Komm da drauf mit dir. Auf. Seins. Genau. Du bist jetzt einmal außen rum gelaufen. Sehr gut. Ich dachte gerade, du nimmst dir dann den Schüsselchen vom Ding hier. Albino zum Fressen rufen. Albino, hier gibt's was. Pack das ins Inventar wieder rein. Wir brauchen das Essen. Ja, können wir ein Foto machen von uns, oder? Kann man das hier... Kann man nicht hinstellen? Wieso geht's nicht? Ich will aber das hier hinstellen. Ich dachte, man kann die hinstellen. Wieso kann man die nicht hinstellen? Muss man die erst in die Wand platzieren oder wie, damit man die runterstellen kann? Oder gehen die nur auf Kommoden und so? Oh, jetzt ist die auch noch kalt. Ein bisschen kühl hier. Ja, heute ist frisch, ne? Jetzt geht er ins Zelt rein. Eieiei, was für ein Tag. Wir müssen schon wieder duschen. Das haben wir noch nicht hier in der Dusche, ne? Das wird auch wahrscheinlich nichts. Wir brauchen jetzt mal eine Werkbank, Leute. Oder holen wir uns noch Tierspielzeug auch? Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Bunny, Bunny, Miau, Bunny, ein Vogel oder Quietschi, Quiki. Wir nehmen diesen Miau-Ball. Gibt es denn nur in Blau? Okay. Machen wir das mal. Was kosten denn die Stangen? 150 und so. Das geht ja noch. Das geht ja sogar doch. Ja, kann man da nicht ohne Hilfsmittel trainieren? Albino einen Ball geben. Dann zieh dich mal was an hier. Outfit ändern. Wir haben schon ein schönes Alltagsoutfit. Komm. Rangoya. Michi, Hundi, guck mal. Hier gibt's Bali. Bali, Bali. Da gibt's Bali. Nimm. So. Ja, du Stinkmolch. Guck mal, ob man da noch was hier gießen muss. Sonst können wir vielleicht sogar noch Frösche hier züchten. Das vergesse ich nämlich immer. Frösche züchten mit. Ja, mit diesen seltenen Fröschen da. Aber ich glaube, maximal kriegt man immer nur die 25er, oder? Nee, wir haben sogar jetzt mehr bekommen. Dann kann man da jetzt hochscrollen, ohne dass es weiter hochgeht. Okay. Was Neues hier, dem Bonsai. Den müssen wir noch einpflanzen. Der kommt noch ein bisschen näher ans Zelt. Weil der ist wertvoller hier, ja? Pflanzen.
Pflanzen, Pflanzen. Wahrscheinlich stürzt da als nächstes unser Meteorit wieder drauf. Das ist nämlich letztes Mal gelandet. Wobei, dass er zweimal an der gleichen Stelle landet, ist eher unwahrscheinlich, oder? Hey, ich habe gehört, dass die Klippen gerade eine Party steigt. Nein. Brauchst du nicht gießen? Kann man nicht gießen? In der Saison sogar. Okay, dann müssen wir nochmal gucken. Herbst und Frühling, Karotten. Ah ja, allzu gut. Zitronenbaum ist auch in der Saison. Herbst und Winter. Und Zauberstrauch auch in der Saison. Also denn, das ist auch gut schon mal. Guck mal in dein Lunchpaket, ob das hier noch gut ist. Hast du da unausgewogene Ernährung? Zu viele schnelle Mahlzeiten und Desserts gegessen. Mikrowellenrahmen und Chips haben natürlich ihre Berechtigung, aber haben wir doch gar nicht gegessen. Oh, der ist Gartensalat, ist das, ne? Den kannst du mal nur essen hier. Ja, Hunger hat er ja auch. So, unser Fuchsi. Aus der Kugel, der Fuchsi. Na, wie geht's? Wie steht's? Wie geht's? Wie steht's? Ja. Du Armer, ne? Das ist ein cooles Bild hier. Da muss ich gleich mal ein paar Screenies machen. Ja, kommst du aufs Cover. Du bist Covermodel. Wo ist eigentlich die Gabel her? Hallo. So, zusammen zu Abenteuer. Oh ja, Tier bitten Ärger zu machen. Ja, ja, ich geh, ja, kriegst ja Essen. Das war ja schon das ganze Ding hier schon ausgegessen. Tierpflege. Warten geht nicht. Bitten das Geschäft zu erledigen. Voll der Quietschehund. Da gibt's der Essen hier von mir. Da. Da nimm. Auf. Da wird jetzt gefressen hier. Schmackmüll. Albino ist eine Unruhestifterin. Was? Das ging schon wieder so schnell. Wer kann das so schnell lesen? Sie ist schwieriger zu erziehen und kann sogar zu schlechtem Benehmen ermutigt werden. Uiuiui. Und hingepieselt hat sie auch da. Das ist egal. Wegwerfen kann man es auch nicht. Jetzt kommt sie bestimmt nicht mehr ins Zelt rein. Weil die Schlüssel vorm Zelt steht. Das wäre. Ja, das ist nicht mal irgendwie. So, probieren wir mal Ball zu spielen. Guck mal, das ist ein umgestürzter Baum, ja, ne? Kannst du da vielleicht drin wohnen? Guck mal, das ist wie so eine kleine Höhle hier. Guck mal, da ist ein Balli. Nimm mal den Balli. Willst du nicht spielen mit dem Balli? Doch, guck mal. Uah, es schneit. Was ist denn hier los jetzt? Hallo? Schneefall bei Sonne. Ernsthaft jetzt? Nein, es schneit. Eieiei. Nächstes Mal geht's weiter hier im Let's Play. Mal gucken, was das hier noch wird hier. Eieiei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Kommentiert weiter, wie sich die Story auch weiterentwickeln soll. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.